Hey ho und herzlich willkommen zurück zu God of War. Wir sind hier bei Brooks Bruder Sindri. War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten. Gestellt mit den dröhnenden Schreien von 20 Frosttrollen. Ungefähr. Aber warum? Woher kanntest du sie? Sie suchte uns auf, damals am Anfang. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde. Sie sprach sogar unsere Muttersprache. Sie sagte: Mathurin Semgengur Egin Vegumhans. Gengur Ein. Genau, sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Weißt du das? Danke, Sindri. Nicht anfassen. Was? Hab ich nicht. Werde ich nicht. Ich komme später wieder. Nicht anfassen. Ablenkung kommt gerade recht. So. Auferstehungssteine sind jetzt im Laden verfügbar. So. Auferstehungssteine können erworben werden, um Atreus Kratos wiederbeleben kann. Drücken Sie rechts. um den Kaufenbereich des Ladens aufzurufen. Auferstehungssteine. Auferstehungssteine. Es gibt verschiedene Auferstehungssteine, aber Atreus kann jeweils nur einen tragen. Um einen anderen Auferstehungsstein zu kaufen, müssen Sie zuerst den ausgerüsteten Auferstehungsstein entfernen. Verwenden Sie ihn im Kampf oder verkaufen Sie ihn im Laden. Einfacher Auferstehungsstein. So. Einfach damit, ne, wird hier angezeigt. Okay. Sicherheitshalber, ne? Man weiß ja nicht. Vitalität. Ja. Komm, Vitalität können wir doch immer gebrauchen. Bonus auf Vitalität. Abklingzeit, Runenkraft, Glück. Ja, ich verkaufen. Worin hast du den überhaupt getragen? So. Dann können wir die anderen Zauber uns auch schnell noch holen. Wir gleich mal die nötigen Zauber haben. So. Talismane. Weltenstaub. Das ist für den Unterarmwickel. Warte mal. Achso, verbessern Unterarmwickel. Klasse aus. Ja. Brustrüstung. Kann ich auch schnell mal hier. Klauenköcher natürlich. Will ich den auch verbessert haben. So. Noch was? Ich überlege. Dann schauen wir mal. Nachher Fähigkeiten können wir. Sie haben Rüstung mit Rüstung angelegt. Zauber können angelegt werden und Talismane, Zauberplätze angelegt werden. Zauber bieten Statusboni und erhalten Boni sind. Okay, ja. Ja. So. Vitalität, Abklingzeit, Rune, Glück. Wir machen mal auf Vitalität. So.
So. Dann auf Abwehr. Okay. Achso. Fähigkeiten. Wir können ja auch noch hier ein paar Fähigkeiten uns holen. Warte mal, das ist der Frostschub. Zusätzlicher Boni. Na. Der gefällt mir doch. Hätte während des Angriffs ausgeführt wird. Das gefällt mir doch. Also. Gefällt mir doch. Gefällt mir doch sehr. Okay. Dann gehen wir weiter. Atreus, folge mir. Tut mir leid, ich war abgelenkt. Direkt hinter dir. Durch Übung wirst du besser. Zack. Sonst noch irgendwo Gegner? Nee, gut. Bestiarium. Schatten. Sie greifen nur an, indem sie einen explosiven Seyur-Zauber gewirkt haben. Wir wollen sie ausschalten oder ausweichen, bevor sie ihn werfen können. Okay. Über mir. Wo ist der? Irgendwo hier ist noch einer. Ach, da hinten. So, geht doch. Zack. Schnell mal voll geheilt und gut ist. So, jetzt wollte ich eigentlich mal gucken, was es mit dem hier auf sich hat. Eigentlich nichts Wirkliches. Ein bisschen Zeichen. Aber sonst eigentlich nichts Wirkliches. Okay. Schauen wir mal hier rum. Hallöchen, hier ist so eine komische. Irgendwo hier ist so ein Dings. Pass bitte auf, das repariere ich noch. Dämliche Laufrolle. Was stimmt nicht mit dir? Irgendwo ist so ein. Hier so ein. Komisches. Ich muss das immer von der anderen Seite angucken. Irgendwas. Aha. Pop. Und schon kann ich.
hier außen rum. Und mir die Truhe holen. Ching. So, einmal aus dem Gebiet raus und hopp. Okay, hier komme ich anscheinend noch nicht durch. Da komme ich anscheinend noch nicht dran. Okay. Da komme ich anscheinend noch nicht dran. Dann gehen wir weiter. Wir haben später ja hier genug Zeit, um zu erkunden. So, das ist hier. Silber. Hallöchen. Komm hoch. Sag mal, kommen wir dem Berg denn näher? Tun wir. Nicht. Dann hole ich mir den Schatz halt alleine. Atreus. Ich wollte nicht, dass das jemand öffnet. Das ist ja nur ein tödlicher Fluch. Geheimarmschienen. Das haut mir aber die Abwehr ziemlich runter. Nö. Nö. Das ist keine Ahnung. Bestiarium. Wiedergängerin. Mutter erzählte mir, dass einige Hexen hier... ihre Pastillenstaub hinterlässt Giftfallen in der Gegend. Wenn Vater in sie reintritt, nimmt er Schaden und wird vergiftet. Dann sollte ich da vielleicht nicht reintreten, ne? Bahnang, ne?
schätze mal, da lang müssen wir. Dann gehe ich mal da lang. Ich will ja schön gucken. Huch. Verschlossen mit Magie. Ein neuer Ort. Ich schätze mal, dass das auch noch mal später rankommen wird. Und nicht jetzt. Wird alles spät. Ich wollte gerade sagen, irgendwie war da so irgendetwas. So, okay. Da oben. Erstmal hier, zack. Schön mitnehmen, hier schön mitnehmen. Und klettern. Sie das letzte Stück den Berg hinauf vielleicht tragen? Ich sagte nein. Warum? Mir bedeutete sie mehr als dir. Was? Ich meinte nur, ich verbrachte mehr Zeit mit ihr. Du warst so oft jagen. Du solltest jetzt besser still sein. Irgendwie krank ist schön gesagt, ne? Giftwolf. Wir haben ganz viele aggressive Wölfe getroffen. Aber diese hier sind anders. Eine ganz andere Plage. Sie spucken eine Art Gift, das wir tunlichst vermeiden sollten und sind aggressiver als die tollwütigen Wölfe. Wir tun ihnen sicher einen Gefallen, wenn wir sie von ihrem Leid erlösen. Wer weiß. Nettes kleines Feuerchen mal angezündet. Also ich weiß, ich muss da durch diesen Dings. Lol, wie soll man das denn hinkriegen, bitteschön? Ich mach mal, eine Hälfte könnte man da zwar rüberhauen, aber mehr auch nicht, ne? Wie man daran kommt, gute Frage, weil man kann ja zu meinem Status momentan sagen, dass ich nur eine Axt werfen kann. Naja, gehen wir weiter. Erstmal Steinchen weg, hebe dich. Wow! Alter! Ah, Scheiße. Alter. Vater? Auch noch andere Gegner, ja geil. Weg da! Mach dich bereit, ist super. Na komm, da.
Zack. Da. Ja. Da. Und Zahnarzt, mein Freund. Zahnarzt. So. Okay. Zack. Zack. Oh, schön. Frostflamme. Und Symbol der Wahrheit. Ein Zauber der Stärke und Runenkraft um 3 erhöht. Das ist schön. Ein Ogre. Gute Frage. Gute Frage, wer das hier erbaut hat. Aber da gehen wir erst in der nächsten Folge auf den Grund, sage ich jetzt mal, denn wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier bei God of War und mir, eurem Gott des Krieges, Levas Kisan.